Heute schlafe ich die erste Nacht in meinem Auto. Die Matratze ist schon drin und ich habe auch schon ein kleines Gerüst gebaut. Ich wollte es auch schon erst herzeigen, wie ich das Ganze gemacht habe, aber ich habe mir gedacht, ich probiere erst mal eine Nacht im Auto zu schlafen, ob das auch überhaupt bequem ist. Und erst wenn es wirklich bequem ist und es wirklich quasi gut ist zum Schlafen, dann zeige ich es erst her, wie ich es gemacht habe. Und heute ist sozusagen meine erste Probenacht. Die Fenster und alles, die sind jetzt noch nicht abgedunkelt, die werde ich aber jetzt auch noch abdunkeln. Da habe ich eh schon meine Sachen hier. Da habe ich noch ein bisschen mehr gemacht. Im ersten Video habe ich ja nur gezeigt, wie ich die zwei kleinen hinteren Scheiben abdunkle. Ich habe jetzt alles abgedunkelt. Und das Ganze zeige ich euch dann in einem anderen Video. Vorausgesetzt, das Schlafen funktioniert sehr gut. Ich werde jetzt mal alles abdunkeln und dann werde ich mich später nochmal melden. Dann kann ich das nochmal ja, herzeigen, wie das fertig aussieht. Ich versuche euch das jetzt mal von außen zu zeigen. Das ist richtig blickdicht. Kann man auch nicht mehr reinschauen. Die hintere ist noch nicht perfekt. Hier kann man nämlich, okay, man sieht es jetzt hier nicht, aber man kann, achso, ja, hier. Hier könnte man reinschauen bei den kleinen Spalt hier, aber die muss ich nochmal neu machen, die hier. Aber an und für sich schon ganz gut. Und auf der Seite das gleiche. Ist absolut blickdicht. Man sieht nicht rein. Überhaupt nicht. Hier sieht man auch nicht rein, weil ich da eben noch so eine schwarze Folie habe, so als Umrandung. Und vorne habe ich einfach so eine Decke. Habe ich hier. Ich zeige euch das jetzt mal von innen. Also ich werde jetzt einfach nur mal kurz reingehen. Und dann da mal die Klappe zu machen. Okay. Also, hier vorne ist eine Decke gespannt. Und die Decke, die habe ich hier oben festgemacht. Und hier habe ich sie auch festgemacht mit so einer, keine Ahnung, mit so einer Nadel, so einer Stecknadel oder wie man das nennt, keine Ahnung. Und hier innen drin sind die Fenster. Einmal Silber, einmal Gold. Ich kann es natürlich auch umdrehen, dass ich die blaue Seite, die man jetzt außen sieht, innen hat, aber für euch teste es mal so. Hier ist eben diese Folie in Gold. Hier ist nochmal Gold und hier ist nochmal eben Silber. Und das ganze Bett ist hier wirklich sehr, sehr gerade. Mal schauen, ob ich das Handy hier, ob mich das sieht oder wie auch immer. Keine Ahnung. Das ist einfach sehr dunkel hier. Aber es ist auf jeden Fall hier eine gerade Liegefläche. Sehr bequem, weil es auch eine große Matratze ist, die ich hier habe. Genau. Und nachher kommen dann noch die ganzen Kissen und Decken rein. Und heute werde ich mit meiner Freundin gemeinsam hier im Auto schlafen. Ich sag mal so, allein hier im Auto ist es schon wirklich Luxus. Also es ist wirklich, es ist eine 1,40 Meter mal 2 Meter Matratze, die hier drin ist. Die auch hier wirklich. Ich zeige euch das mal, was hier wirklich die volle 1,40 Meter hat. Ich habe hier nichts weggeschnitten, sind komplett 1,40 Meter. Und hier an der schmalsten Stelle, ich zeige euch das mal von hier, ich zeige euch das dann auch nochmal am Tag, aber hier eben an der schmalsten Stelle von, also von hier nach da, ist es 1 Meter.
Also hier quasi gehen dann nochmal von da bis da, sind eben 20 cm Unterschied. Ja, und da ist es dann wieder, hier vorne ist es dann wieder, beziehungsweise hinten ist es dann wieder 1,40 m. Also ist schon eigentlich relativ groß. Und hier habe ich dann eben noch mit Schnur da was dran gehängt und dann verläuft da unterirdisch verläuft ein Brett. Und auf der Seite geht dann die Schnur wieder hoch. Das ist sozusagen, weil ja nur die Sitze, die ich umgeklappt habe, die gehen ungefähr nur bis, na, wie zeige ich euch das her, nur bis hierher. Und dann wäre hier die Matratze von hier bis da in der Luft. Und dann habe ich mir erst gedacht, wie mache ich das? Das mache ich mit so einem Steher. Also nicht mit einem Steher, sondern ich hänge das Ganze auf, dass ich unten unter den Stauraum nicht verliere. Ja. Mal schauen, wie die Nacht wird. Ob es sehr eng wird. Alleine ist sicher super, zu zweit. Mal schauen. Ich habe es gerade geschaut, 9 Grad haben wir draußen. Noch ist recht warm hier drin. Sind jetzt gerade hier reingegangen. Es ist erstaunlich, auch viel Platz zu zweit. Schaut schon richtig gemütlich aus, mit die ganzen Kissen und so. Ich zeige euch das mal so umgedreht. Mit der Decke. Ich meine, wir haben genug Decken hier drin. Und eine große Decke, die wir uns teilen, die ist 2,20 Meter mal 2,40 Meter. Also die deckt das ganze Auto gut ab. Mal schauen, wie die Nacht verläuft. Mal schauen, mal schauen. Jetzt haben wir schon 5 Uhr in der Früh. Und es regnet draußen. Ich glaube, das hört man eh. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen die Türe aufgemacht hinten, aber ich glaube, man sieht es gar nicht, weil es draußen so dunkel ist. Aber die Heckklappe ist jetzt ein bisschen offen und es regnet, dass ein bisschen frische Luft mal reinkommt. Wäre absolut überhaupt nicht nötig. Nur meine Freundin ist gerade aufs Klo gegangen, habe ich gedacht, lasse ich dabei offen. Regnet auch nicht rein. Aber es ist mal richtig angenehm. Also es ist richtig, richtig cool. Und ich hätte nicht gedacht, dass wirklich so viel Platz ist. Es ist wirklich erstaunlich viel Platz. Also, wir fanden es jetzt eigentlich überhaupt nicht unbequem. Sicher ein bisschen breiter wäre okay. Also die Länge überhaupt nicht. Ich bin 1,82 Meter. Aber die Länge ist super. Die ist richtig gut, die Länge. Und die Breite, ja, ist halt 1 Meter an der engsten Stelle. Aber 1,40 Meter ist es eben oben beim Oberkörper, daher das ist wirklich nicht schlimm, also echt sehr angenehm, wirklich, wirklich angenehm. Es ist 8 Uhr in der Früh. Wir haben echt sehr, sehr gut nochmal geschlafen. Der Regen ist ein bisschen laut beim Auto, also es ist um einiges lauter, wie wenn man zelten geht. Aber bequem war es, also es hat den Test auf jeden Fall bestanden. Das Auto ist jetzt ein bisschen nass bei den Scheiben, aber mit denen habe ich schon gerechnet. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. 8 Uhr ist es jetzt. Richtig, richtig gut geschlafen. Um 5 hat es mal richtig angefangen zu regnen. Aber da war man da ein bisschen wach, aber konnten dann auch wieder relativ gut einschlafen. Ja, da ist gerade ein Vogel vorbeigeflogen. Es hat einfach Natur pur. Ist richtig, richtig schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen die Heckklappe aufgemacht, dass wir ein bisschen lüften. Weil hier an der Seite ist natürlich, also das ist richtig warm. Also das ist warm. Das ist nicht lauwarm, sondern kann man wirklich sagen, das ist warm, die Platten. Das ist wirklich interessant. Also das dämmt extrem gut. Dahinter die Scheiben, die sind natürlich ein bisschen, ja, das leicht feucht, das ist hier. Aber ja gut. Das glaube ich, das ist halt mal so, wenn man im Auto schläft und draußen ist ein bisschen kühl.
Wir haben zwar vorne die Fenster ein bisschen runtergegeben, weil ich Winterweiser habe. Aber nee, ich glaube, das dürfte sehr, sehr gut passen. Und jetzt liegen wir einfach noch ein bisschen hier. Genießen die Aussicht, die Natur. Und es ist einfach auch so schön, wie man dann das, die Vögel hört und so. Also die singen da schon ihre Lieder gerade. Kurzes Fazit will ich noch geben. Die Nacht war wirklich bequem, war ruhig. Es war, okay, mehr wie genug Platz. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ausreichend Platz, dass ich mir auch vorstellen kann, eine Woche damit mit meiner Freundin mal unterwegs zu sein. Alleine mit dem Auto unterwegs zu sein, absoluter Luxus. Das ist ein Luxusbett für ein Auto, finde ich. Da gibt es gar nichts. Also, das ist richtig, richtig, richtig bequem. Man liegt sehr eben. Also, das ist eigentlich wirklich, kann man sagen, eben. Also, das ist nicht irgendwie ungleich oder so und ist jetzt kein Lattenrost drin, aber es ist wirklich eben. Und auch nicht hart oder so, also auch wirklich angenehm weich, aber auch nicht zu weich. Also, eigentlich perfekt, genauso wie ich es halt gern habe. Wenn jetzt dann das Wetter mal ein bisschen schöner wird und die Lage generell sich mal wieder ein bisschen beruhigt hier, dann wäre ich mal auch 2 Nächte oder auch mal quasi die erste Nacht dann wo stehen und schlafen, weil wir haben jetzt ja die erste Nacht haben wir jetzt verbracht am Parkplatz von meiner Mom. Also eine Nacht natürlich relativ einfach, wenn man aufs Klo muss, geht man halt einfach mal schnell ins Haus rein. In der Früh zum Waschen geht man halt rein. Zum Frühstücken macht man sich im Haus das Frühstück. Das ist natürlich schon viel, viel einfacher. Aber wir wollten ja das einfach mal testen, ob wir eben zu zweit überhaupt da drin schlafen können. Und das definitiv ja. Das geht gut. Das geht wirklich gut. Genau. Also wie gesagt, demnächst irgendwann mal in, je nach Wetter und Lage auch, ja mal so in den nächsten paar Wochen. Oder in einem Monat, vielleicht in 2 Monate, keine Ahnung, so wie es halt kommt. Wenn wir unsere erste Nacht dann sozusagen in der Wildnis verbringen und es wird dann natürlich ein bisschen abenteuerlicher. Bis dann, bleibt's gesund.